Moin und herzlich willkommen zurück zu Mario Rabbids Kingdom Battle Folge Nummer, keine Ahnung. Und ja, okay, neuer Gegner. Es geht los. Der Pumpgun-Mann, wie ich ihn so gerne nenne. Verteidiger. Verruchte Versteckspieler. Besiege alle Gegner. Gut, jetzt wird uns Bebo erklären, warum der Verteidiger ein Wichser ist. Und dann werde ich ihm zustimmen, denn der Verteidiger ist ein Wichser. Und das ist ein richtig, richtig, richtig dreckiger Wichser. Du kannst ihn nicht von vorne attackieren. Aber. Komm, wir spielen so. Aber du kannst von hinten attackieren und er hat eine Pumpgun. Das heißt, er macht auf nahen Angriff viel mehr Schaden wie auf weitem. Platzieren uns mal hier. Ne, platzieren sogar hier. Einfach nur, weil wir dann vielleicht ein K runterschicken können. Das finde ich gut. Und ihn den erstmal töten können. Haben wir schon mal ein weniger, weißt du, was ich meine? Haben wir schon mal ein weniger. Dann platzieren wir ihn hier. Ja gut, wir können leider nur ihn abschießen. Ja, funktioniert sogar. Ja, komm, was soll's. Und dann... Oh, hat der eine richtige, heftige Reichweite. Leider kann er keinen Double Jump machen. Aber er kann die Gegner anlocken. Und das ist auch was wert, meine Damen und Herren. Was leider bei Rabbit Mario am schlechtesten ist von allen. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Charakter mit einer Pumpgun. Das dürfte dann Peach sein. Ja. Das Schlechte daran ist einfach, dass man, kurz gesagt, seine Teammates treffen kann. Und das geht nur mit dieser Art von Waffe. Und das ist natürlich sehr schlecht für uns. Und das ist sehr geil. Und oh, ich weiß noch, die Wichser am Honiggefecht, ne? Kriegt aber nicht zum Glück. Ah, kritische Hase. Ah, geile Hase. Geile Hase. Wir können jetzt hochgehen. Und er heilt sich natürlich. Aber... Oh, scheiße. Das ist gar nicht gut. Ja, aber es ändert nicht so viel daran. Dass wir ihm erstmal vielleicht den K.O.-Shot sogar geben können. Leider nein. Wir können es aber hier unten platzieren und uns heilen. Was auf jeden Fall wichtig ist. Dann können wir hochgehen. Beide doppelt treffen. Ja, so heftig das klingt, das geht auch nur mit ihm. Wir können einfach beide doppelt treffen. Und zwar jeweils mit 56. Und sie dann eigenhändig mit einem Hammer zerstören. Aber sondergleichermaßen. Und dann können wir mit ihm hoch. Haben wir das Ganze, oder? Natürlich. Haben wir. Alter, wir sind so gut gerade. Ich weiß noch, beim ersten und auch beim zweiten Spielen habe ich so lange gefailt bei diesem Level. Weil actually geht es gerade echt gut voran. 4 Minuten erster Kampf gewonnen. Das gibt's auch nicht oft, Alter. Das kann ich versprechen. Das gibt's nie wieder. Wahrscheinlich nach der zweiten Welt. Weil ab der dritten Welt beginnt wirklich Verzweiflungsakte, also wirklich, wirklich heftig. Es wird so viel schwieriger nach der zweiten Welt. Aber auch in der zweiten Welt hatte ich beim ersten und zweiten Spiel das Gefühl, dass schon die Schwierigkeit definitiv anstieg. Was ich jetzt hier nicht habe. So, jetzt können wir das Kraftpaket verstärken, was sehr wichtig ist. Bei ihr vielleicht die Raserei endlich verstärken. Oder wir gehen bei ihr nicht auf die Raserei, sondern eher auf die Röhre. Komm, wir gehen komplett auf die Röhre, scheiß drauf. Bei ihm gehen wir aber auf Leben. Ne, auf Bewegung. Und bei ihm gehen wir auf gar nichts erstmal, weil er röhrentechnisch schon, obwohl. Komm, haben wir es, Max. Bei ihm könnten wir einmal auf die Röhre gehen.
Machen wir aber erstmal noch nicht. Weil bei ihm weiß ich noch nicht, wie ich ihn wirklich einsetzen kann und sollte. So, wir haben hier gerade gekämpft. Hier unten müssen wir uns noch was holen. Passt das Ganze. Dödödö. Gut, selbes Rätsel wie immer. Was ist das denn? Ja. Ah, ja gut, also schwer ist es jetzt nicht. Warte mal. Jetzt einfach da hin und dann da rein, oder? Junge, was macht denn da so Geräusche? Ist irgendeine Katze am Krepieren oder was? Ach, ein Powerblock. Oh Gott, hoffentlich geht der nicht hoch. Das war's dann. Oh, jetzt kommen wir in die Wüste. In die wirkliche Wüste. Oh, geiles Ambiente. Sagt man das so? Geiles Theme, keine Ahnung. Eins von beiden sucht euch aus. Das ist, glaube ich, dasselbe. So, die Statuenrätsel weiß ich auch noch. Das war sehr schwer. Und das braucht man, glaube ich, um in die zweite Bonus. Um das zweite Bonus-Level zu kommen. Die ganzen Bonus-Level und Backtracking-Scheiße werden wir aber erst. Ende des Spiels machen. Ja, komm, es bringt uns nichts hier. Obwohl. Nee, das bringt uns gar nichts. Wir brauchen die Statuen. Da wir die nicht haben können, können wir die halt nicht haben, meine Damen und Herren. Ist noch eine Statue. Kommen wir nur hin, wenn wir eine Statue haben. Aber die können wir uns holen wenigstens. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ja, sehr schön. Papa, Lagata. Ach lol, wir hätten jetzt gerade die Truhe greifen können. Kann das sein? Idioten schon. Cassus Cactus, okay. Auch cool. Ich glaube, das Rätsel können wir tatsächlich schon lösen, ne? Ja, so ist es fein. Oh, ich wollte gerade sagen, da ist auch wieder nur Müll drin, aber nein. Aber nein, das ist tatsächlich ziemlich nice. So, wir haben schon 9 Minuten und da ist ein Kampf gemacht, weil wir gerade ziemlich am Rumtrödeln sind. Aber ist egal. Archäologische Details. Ganze Museum und so werden wir uns wahrscheinlich nie angucken können, denn ich habe echt wenig Bock eigentlich auf alle Truhen, aber vielleicht ändert sich das noch, dass ich dann wirklich Bock bekomme, hier nochmal meinen Spielstand 2 zu überbieten. So, jetzt können wir wieder raus aus der stechenden Wüste, wie es aussieht. Da sieht es wieder ein bisschen heller aus. Tempel von Bwavlb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 l
kann er durch. Ja. Ich sag's euch, die Steuerung ist so scheiße von diesem Typen. Von Bebo meine ich natürlich. Hä? Warte mal. Ja doch, ich check schon. Ich check schon. Ja, ja. Ich denke schon richtig, aber ich mach's gut nicht. So. Zack. Jetzt geht's. Und jetzt. Junge. Also komplizierter und länger und unnötiger hätten sie es wirklich nie machen können. Leck mir am Arsch, du. Komm. Schieb. Schieb. Komm schon, Junge. Wir haben das Rätsel auch seit 2 Minuten gelöst. Komm. Danke. So, was bringt sich das jetzt? Ich glaube, das ist sogar notwendig. Ja. Das heißt, hier haben wir die Secrets an der Stelle. Und die können wir natürlich nicht kriegen. Aber das da oben kriegen wir. Das ist nämlich eine simple Truhe. Und das passt. Langsam wird der Speicherplatz ein bisschen leer. Ich habe nur 50 GB auf meiner Festplatte. Das könnte mehr sein. Am Anfang von Let's Play 110. Diese Videos von Elgato haben so einen fetten Speicher. Ohne Scheiß, ich glaube, ich brauche echt eine SD-Karte. Einfach nur für die Elgato-Videos, wo wirklich 2 Terabyte einfach mal raufgehen. Oho. Besiege alle Gegner. Ja, natürlich tun wir das. Was könnten wir auch sonst tun? Sagt es mir. Oh, Tornado. Er mag klein und ungefähr sein. Aber am Ende der Runde geht er in die Richtung, in der Zeiger zeigt. Kurz gesagt. Ich kann auch Bitch. So, wir werden mal so weiterspielen. Ah ja, stimmt. Ganz vergessen. Wir können ja Fähigkeiten upgraden. Haben wir das nicht gerade gemacht? Bei ihm auch? Wir warten mal noch. Wir warten mal noch ein Level. Um das Ganze zu machen. Wir machen jetzt mal was, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar erstmal das Kraftpaket reinhauen. Das natürlich auf ihn hauen, aber das wäre irgendwie verschwenderisch, oder? Weil wir so starke Truppen haben. Ich glaube, ich werde das Kraftpaket unbedingt dazu nutzen müssen, diesen Typen hier zu killen. Ach, der hat 50%, kommen. Nee. Hat gar keinen Bock schon wieder. Der kann jetzt natürlich Mario und mich mit Feuereffekt befallen, aber... Oh, scheiße, wie genial. Das trifft einfach beide. Ha! Oder halt mindestens einen, aber vielleicht auch den zweiten. So, und jetzt schicke ich die Bombe los, und zwar... Richtung Beverly Hills. Beverly Hills. Und sich die Helden sicht. Ja. Ja, die machen wir rein. Ich denke, dieses Kraftpaket hat uns jetzt nicht so viel geholfen, wie gedacht. Aber ist auf jeden Fall besser als ohne, ne? So, der Tornado habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet, wo der hingeht. Ich hoffe mal, da geht jetzt nicht in unsere Fresse rein. Aber dadurch... Warum wurde jetzt die Heldensicht nicht getriggert? Verstehe ich jetzt nicht. Ist egal. Okay, die Bombe ist natürlich wieder auf Kriegsfuß. So wie Füße von Kriegern. Ein Dreifach-Hit, aber... Ist gleich kaputt gegangen, aber hat alle Heldensichten abgefangen. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass jetzt zweimal gedasht wird.
Dann wird sich hier platziert. Dann können wir, glaube ich, mindestens den hier kriegen. Ach komm, oder weißt du was? Wir machen es einfach ganz einfach. Ja, wir schießen erstmal ihn ab. Ja, so ist es doch. So ist es doch, meine Damen und Herren. Dann haben wir das doch, oder? Dann ist das Ganze doch schon wieder vorbei. Oh, es ist 23:59 Uhr. Ist die letzte Minute vom 16. November ist gerade umgegangen. Jetzt haben wir den 17. Lol. Bald kommt Weihnachten. Ich habe Bock auf Weihnachten. Ich weiß aber noch nicht, was ich mir wünschen soll. Normalerweise habe ich immer im August mein Geschenk schon, was ich mir wünschen will, aber dieses Mal irgendwie gar nicht. Wie gesagt, ein Mikrofon wäre heftig, aber auch eine SD-Karte wäre so nach Nachdenken gar nicht mal so schlecht, was ich meine. Da haben wir noch eine Truhe. Die liegen einfach nur so rum, auch geil. Oh, Silbertruhe. Das ist Musik, oder? Ja. Musik ist Gold, die Truhe ist Silber. Rabbit Kongs Melodie. Geil. Oh, scheiße. Das müssen wir jetzt noch in den Part machen. Das Gebiet. Ja, komm, das geht eh schnell. Das geht schnell, komm. Wir machen das jetzt noch in den Part. Auf jeden Fall die zwei. Können wir noch irgendwas, ganz kurz, können wir noch irgendwo über eins von den dreien irgendwas upgraden in Richtung von dem hier? Ja, können wir. Na komm, nee, wir lassen es mal. Wir lassen es mal, weil sonst haben wir diese 20 Punkte vielleicht sogar verschwendet, nur für diesen kurzen Kampf. Wir kämpfen einfach mal. Gehen einfach mal all it kommen. Rolle, ich bin am Ballen. Ist auch schon alt das Lied. So, Schniedel, Hutzi, Hutzi, Brrrt. Kennt ihr die Line? Finde ich geil. Scheiße. Alter, das wäre so geil gewesen, hätten wir beide killen können auf einen Schlag. Ja, komm. Scheiß drauf. Irgendwie kriegen wir die schon kaputt. Okay. Folgender Plan. Warum kann der... Ach, nee. Ich dachte schon, er kann zweimal dashen. Das wäre komplett unnötig gewesen bei ihm. Aber nee, er kann zweimal springen. So. Das bringt ihn hier rauf, das bringt ihn da runter. Und das bringt ihn in die Sackgasse. Ja, dennoch ist das, denke ich mal, gar nicht so schlecht, wenn wir ihn hier platzieren werden. Er ist ja auch ein Sniper quasi, ne? Kann vielleicht den hier noch killen? Nee. Das ist scheiße. Das ist sehr scheiße. Aber ich schicke mal die Bombe da rein. Aktivieren die Heldensicht. Like a hero. Aktivieren hier die Heldensicht. Like a hero. Und die Schildbewaffnung. Ich weiß schon, was er machen wird. Er wird beide anvisieren und beide treffen. Boah, das war so schlecht von mir. Sorry, aber wirklich so schlecht von mir. Oh, das war gut von mir. Ich liebe es, wenn die Leute auf die Bombe gehen. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Aber wirklich mit Abstand. Oh, oh, das sieht schlecht aus. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Okay. 33 Leben.
Die Bombe, die lebt noch, Alter. Die lebt noch, weißt du, ich meine. Jetzt nicht mehr. Schade. 99, die ist explodiert. Ja, das ist dann wieder mal komplett gewesen. Aber... Oh Gott. Ich muss sie erstmal befreien. Okay, erstmal ganz, ganz wichtig, die Heilung jetzt. Das bringt mir auch nicht viel, ne? Ich probiere es kaum. Was soll's? Ja, ist egal, komm. Ich hätte vielleicht noch dashen können, oder? Nee, hätte ich nicht. Oder doch? Dann hätte ich auf jeden Fall tot bekommen. Jetzt kriege ich ihn nicht tot. Das ist scheiße. Na, schießen einfach mal drauf, komm. Jesus Christus. Wir kriegen ihn doch kaputt. Ja gut. Mario geht nicht down, was auf jeden Fall das Wichtigste ist, aber der Honig, der schmeckt mir jetzt aber gar nicht, du. Oh, Honig ist wieder entfernt. Das muss doch funktionieren jetzt. Guck mal, komm. Warte mal, vielleicht schafft das ja auch so. Nein. Ich glaube, nein. Ich scheiße jetzt in dieser Runde auf alle meine Prinzipien und gehe einfach voll drauf, Alter. Entweder wir verkacken komplett und der Part geht aus mit einer Niederlage. Oder wir gewinnen das noch irgendwie. Ja, ich platziere mich hier, komm. Das Beste kann sie nicht machen. Er kann mich von unten abschießen sogar. Kann ich irgendwie abschießen? Ja, komm. Ich war zu rasant in diesem Kampf. Ja, er kann ihn abschießen, Alter. Das ist das Problem an der Sache. Nein. Okay, das finde ich gut. Bam. Das finde ich auch gut. Oh Gott, bin ich behindert. Ich bin gerade den Sieg verkackt. Habe ich, ne? Ich hätte einfach durchlaufen können. Kann sie durch, bitte? Bitte, danke. Oh, riskanter Move. Heilung? Ja, das ist schon gut. Heilung hat sie leider nicht. Egal, aktivieren wir nochmal den Schutz. Ich wollte gerade sagen, wir aktivieren die Schutzstaffel. Das ist wieder komplett mit mir. Ja. Was sagst du dazu, ne? Ja, ich platziere ihn mal hier. Versuche ihn zu töten, bitte. Danke. Wenigstens eine gute Sache heute. Let's go, motherfucker. Jetzt sehe ich hier. Okay. Es darf unter... Oh Gott! Unter gar keinen Umständen, wollte ich gerade sagen. Der hat 16 Leben, Junge. Unter gar keinen Umständen darf Luigi sterben. Ja. Das war's ein bisschen. Holy shit, was ist das für ein Glück, Junge?
Er kann uns nicht sehen. Also rein logisch kann er uns nicht sehen von da unten. Wir haben gewonnen. Es ist das krasseste, der krasseste Sieg, den ich jemals gemacht habe, Alter. 5 von 5, gerade noch so unperfekt. Aber wir sind so dermaßen low. Oh Gott, das Level ist sogar aus. Amen. Danke. Tempel von Wamwah. Sehr gut. Danke fürs Zusehen, wenn es gefallen hat. Dann ist gerne positiv. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mal. Haut rein.